So, herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich freue mich heute, Mira Mühlenhof bei mir zum Talk zu Gast zu haben. Hallo Mira. Hallo Daniel. Wir haben uns in diesem Setting, haben wir überhaupt noch gar nicht so eine Sendung gemacht. Normalerweise sind Tomaten bei uns das Zentrum, um das sich alles dreht. Heute sind es gelbe Oberteile. Herrlich, oder? Ja. Und herrlich. Wir haben uns, liebe Leute, wir haben uns nicht abgesprochen. Ja, finde ich gut. Also da sieht man, dass wir schon ein eingespieltes Team sind. Das stimmt. Und ich freue mich drauf, wenn die Epidemien dieser Welt es wieder erlauben, dass wir irgendwann wieder bei mir in der Küche stehen und ein ganz köstliches Tomatengericht zusammen herstellen. Darauf freue ich mich sehr. Ich habe auch noch ein paar in petto. Ja, super, super. Also bald. Bald. Liebe Leute, die Mira ist Enneagrammeisterin. Wer sie noch nicht kennt, es gibt illustre Analysen, die wir im Prinzip die Top-Elite der deutschen Politik schon durchdekliniert haben. Und heute habe ich sie zu mir in den Talk gebeten, damit wir drüber sprechen, welche Suchtstrukturen die verschiedenen Enneagramm-Typen haben. Das heißt, worauf fahren sie ab? Was brauchen sie? Wovon können sie nicht lassen? Und was davon vor allem, das ist ja das Spannende daran, passiert so unbewusst, dass man eigentlich glaubt, dass man überhaupt keinen Zugriff drauf hat. Weil wenn man diese unbewussten Zuckungen in eine Richtung von irgendwas für sich mal kennt und erkennen kann, dann ist man eigentlich, und da greife ich jetzt schon mal ein Stück voraus, da ist man eigentlich schon an dem Punkt angekommen, wo man erkennt, was das Enneagramm für einen tun kann. Hm. Ja, ich vielleicht ist das so die Quintessenz meiner Arbeit, die du ja vielleicht gerade so ein bisschen zusammengefasst hast, oder der Ansatz meines Wirkens dahingehend, dass ich irgendwann gemerkt habe, verflixte Axt, das mit dem Enneagramm ist echt nicht so einfach, wie man sich das denkt. Kauft man sich so ein Buch und dann liest man das durch und dann ist man weder schlauer noch sonst irgendwas, weil man sich ja am Anfang in der Auseinandersetzung mit diesem Modell in jedem Muster ein Stück weit wiederfindet. Mhm. Und davon habe ich so ein bisschen was davon auch da. Auch so. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen in den ersten Seminaren, lange her, die ich gemacht habe, dass dann diese Kenntnis des Modells noch nichts mit Selbsterkenntnis zu tun hat, sondern dass das wirklich ein Prozess ist, der tief ins Unbewusste eintaucht. Und das ist nicht mal eben so zu erledigen und schon gar nicht dadurch, dass jemand anderes mich darauf hinweist und sagt, ich erkläre dir jetzt mal kurz dein Problem oder auch deine Sucht vielleicht. Das ist ja unser Thema heute. So easy ist das eben nicht. Warum? Weil das Enneagrammmuster unbewusst ist. Und zwar so lange, bis man es ins Bewusstsein holt. Und das ist Kern meiner Arbeit. Dementsprechend gleich mal als These in den Raum gestellt, ist auch die Ursache der Sucht aus meiner Sicht unbewusst. Und solange ich die nicht an die Oberfläche geholt habe, bin ich auf einer Ebene der Symptomatik unterwegs. Das heißt, ich versuche, die Sucht irgendwie zu bekämpfen oder die Symptome von Sucht zu bekämpfen. Ich komme aber nie an den Kern der Sache. Und dann ist es ja klar, dass das irgendwie nicht funktioniert. Also dass dieses sich versagen oder da muss ich Abstand halten oder muss ich Entzug machen und dies und das und darf ich keinen Kontakt mehr damit haben, ist ja nur die Symptomatik. Und solange ich nicht nach unten getaucht bin, da in dieses Bild da hinten, nee, dieses Schwarze da hinten rein, komme ich auch nie weiter. Ja, alles unter Gold, genau. Alles, was unter diesem Strich ist, solange ich da nicht hingeguckt habe, kann ich mich hier oben mit den ganzen Symptomen und all dem, was Sucht macht, kann ich mich ganz hervorragend auch aufhalten, aber ich komme nie an den Kern. Mhm. Ja, das ist und das macht es natürlich auch tricky, ne? Also es macht sowohl den Umgang mit dem Enneagramm tricky, als auch dementsprechend den Umgang mit der Symptomatik dahinter. Ja.
Aber wenn wir gerade schon mal bei einem Bild sind, da könnte ja, im Prinzip könnte man ja sagen, dass, ohne dass ich da schon wieder zu weit vorgreifen möchte, aber dass die Enneagrammtypen unterschiedliche Ausprägungen von Sucht sind. Aber je tiefer ich sinke, umso mehr ist die Wurzel von Sucht, wird die sich immer ähnlicher. Also wo sich dann das Enneagramm, die Typen dann eigentlich auflösen, wo ich sagen kann, so naja, am Ende ist zum Beispiel, oder was heißt zum Beispiel, ist Trennung die Urwurzel von Sucht. Und jede Sucht ist die Suche nach Verbindung. Nur suchen wir auf unterschiedliche Art und Weise die Verbindung. Und diese unterschiedlichen Formen der Suche sind die unterschiedlichen Enneagramm-Typen. Aber wenn ich mal ganz unten an der Wurzel angelangt bin, da in dem Schwarzen, wo das Schwarze einheitlich schwarz ist, dann sieht das ja für mich so aus, als wäre da für alle der gleiche Urgrund, aus dem wir raussuchen. Das kann ich einfach nur so bestätigen, so sehe ich es auch. Letztlich sind dann die Ausprägungen der Enneagramm-Muster, ich spreche hier nicht von Typen, sondern von Mustern, als Strategie natürlich zu sehen. Mhm. Ja, genau, wie du es gerade beschrieben hast, als Strategie mit dem Schmerz umzugehen. Und da sind wir ja schon dann da unten drin. Mhm. Also die Ursache der Sucht aus meiner Sicht ist der Schmerz. Und der Schmerz, also die Leere, das Schwarze, das Nichts, ist dann, also wirkt auf uns so dunkel, weil es, genau wie du sagst, mit Trennung verbunden ist. Und das ist natürlich der Urtrennungsschmerz, der dann aber wiederum Angst auslöst. Also die Quelle der Angst letztlich. Und die Angst, die Angst vor Trennung, vor Aufsplitterung, vor Nicht-Existenz. Also in dem Moment, wenn ich die Bindung verliere, bin ich wirklich allein. Aber ich allein bin im nicht Universum, allein, ja. Sondern da ist dann wirklich niemand mehr. Und sich darauf einzulassen, macht ja noch mehr Angst. Mhm. Und diese Angst wird negiert oder kompensiert oder wie auch immer, wird ja sowieso erstmal abgespalten und verdrängt. Sowieso. Und dann bekämpft mit der Strategie, die mir mein Enneagrammuster so zur Verfügung stellt. Und das aus meiner Sicht, da gibt es verschiedene Ansätze in den Enneagramm-Theorien. Aus meiner Sicht gibt es da eine grundsätzliche Tendenz schon vor der Geburt. Aber letztlich funktioniert das Ganze über Trial and Error. Also die Strategie, die sich für mich am besten erzeigt oder erweist, die behalte ich bei. Und die verselbstständigt sich dann, weil sie ja so gut funktioniert, und wandert komplett in den unbewussten Bereich und ich kriege davon gar nichts mehr mit. Warum? Weil ich es schon immer so mache. Also deswegen kriege ich davon irgendwann auch nicht mehr viel mit. Dann ist das wie ein Autopilot. Aber trotzdem ist es eine Vermeidung. Es ist die Vermeidung von Fülle, ja letztlich. Und ich habe dafür mal, das darf ich mal zeigen, also auch wenn es ein bisschen kitschig vielleicht wirkt, aber ich arbeite viel mit Bildern, logischerweise, weil die Bilder ja einen anderen Zugang machen. Und ich habe genau für das, für diesen Effekt, also ich bekämpfe etwas mit einer Strategie, aber die ist nie nachhaltig. Und das ist die Sucht. Das heißt, ich muss von der Strategie immer nachlegen. Mhm. Weil ja die Strategie nie zu dem Ergebnis führt, dass es jetzt mal gut ist. Mhm. Dass der Schmerz also insoweit gedeckelt ist, dass ich ihn nie wieder spüren muss. So, und dafür habe ich verschiedene Bilder entwickelt. Erstmal für diesen Prozess des Abspaltens habe ich diese schönen Kochtöpfe. Also der Schmerz ist in diesem Kochtopf drin und da ist ein Deckel drauf. Mhm. Habe ich abgespalten und will ich nie wieder was mit zu tun haben. Natürlich, manchmal blubbert es da so ein bisschen, da köchelt der Deckel so ein bisschen hoch, ne? Oh. Und regt sich so ein bisschen, ne? Dann kommt da auch schon mal so richtig viel raus und dann gibt es halt Situationen im Leben, da fliegt einem der Deckel mal so richtig um die Ohren. Mhm. Nennen wir Neudeutsch Krise. So. Mhm. Und dann muss ich mir angucken, was da drin ist. Also was da für ein Schmerz in diesem Kochtopf drin ist. Und das macht natürlich gar keinen Spaß. Die Sucht ist der Versuch, genau das nicht zu tun. So. Aber es gibt, wenn man es tut, eine Belohnung,
Dann kann man nämlich nachher den Deckel wieder drauf machen. Nur mit dem Unterschied, dass man danach weiß, was drin ist. Und das würde dann, jetzt greife ich mal vor, bedeuten, in dieser Metapher gesprochen, dass wenn ich weiß, was da in diesem Kochtopf drin ist, dann ist die Sucht gar keine Sucht mehr. These. Da sind wir noch nicht, aber These. These aus enneagrammatischer Sicht, weil nämlich diese Strategien, das ist mein schöner Trichter, den zeige ich dir jetzt mal, euch natürlich auch, euch allen. Das, was wir hier oben in diesen Trichter reinschütten, ja, an Liebe, an Erfolg, an Wissen, an Sicherheit, an Spaß, an Harmonie, das läuft unten wieder raus. Es gibt eine situativ empfundene innere Erfüllung. Für einen kurzen Moment fühlt es sich wirklich gut an, ganz warm, wie so eine warme Dusche von innen quasi. Aber es läuft sofort unten wieder raus. Und dann muss ich oben wieder nachlegen, um wieder dieses Gefühl zu kriegen, dass mir Erfolg, Liebe, Perfektion, was auch immer, ne, dass diese Bilder sind halt gezeichnet. Die ganze Tragik des menschlichen Daseins in einem Ja, Bild. Also jetzt genau. mal ohne Ich schütte, Scheiß. ja, Und das ich berührt schütte. mich auch gerade total, weil das ist ja so, ist ja kein Wunder, dass wir es geschafft haben, innerhalb von was weiß ich, wie viel 100.000 Jahren einen Planeten komplett aufzubrauchen. Wenn das die Mechaniken sind, nach denen wir uns drehen, wonach wir funktionieren, wonach wir immer wieder glauben, dass wir mit den gleichen Strategien an das Ergebnis kommen, an das wir nicht kommen oder nur so temporär daran kommen, dass wir sofort wieder nachlegen können, ist es kein Wunder, dass wir im Prinzip komplett auf Verbrauch ausgelegt sind. Wir werden ja auch Verbraucher genannt. Wir sind Verbraucher. Die Wirtschaft, die wir am Laufen haben, versuchen zu halten, die nennt uns Verbraucher. Das ist unsere Aufgabe. Und Ja. das ist der Trichter des Verbrauchens. Ja, weil es nie genug ist. Es ist Ja. nie genug. Es muss immer was nachkommen, weil sofort, sobald es hier unten rausläuft, ja, ist hier oben wieder running on empty. Dann greift der Mangel auf einmal, ne? Wow. Und dieser Mangel, der baut sich auf wie so ein innerer Dämon und der braucht was. Er braucht Nachschub. Und der braucht Nachschub davon. Und dann schüttest du wieder oben rein und schüttest rein. Und dann läuft es wieder unten raus. Das machst du super, ein Leben lang. Wirklich. Immer nur für diese kurzen Momente, wo es sich doch so gut anfühlt. Für diesen kleinen Moment, wo du denkst, so, wow, ey, das ist, wow. Das fühlt sich richtig gut an. Und dazu brauche ich dann übrigens noch nicht mal Fremdsubstanzen. Also, das kreiere ich mir ja selbst, indem ich zum Beispiel mir so viel Erfolg kreiere oder was auch immer, dass es sich für diesen Moment gut anfühlt. Und nach spätestens, keine Ahnung, nach Stunde, einem Tag, einer Woche, I don't know, sicherlich sehr unterschiedlich, je nach der Intensität, ja, die dieses Produkt hier dann, also diesen inneren Zustand der Erfüllung macht. Also bei mir dauert es so eine Stunde. Kann ich, also habe ich für mich so rausgefunden. Also wenn ich jetzt richtig was Geiles erlebe mit meinem Produkt, dann, boah, dann geht es mir so eine Stunde halt richtig super. Ja, und dann, ja. Gut, dann war es das schon wieder, weil es unten rausgelaufen ist. Das heißt, wir brauchen etwas, also ein Stöpsel. Also ein etwas im Korken. So. Und die Frage, die das Enneagramm beantwortet, um es einmal zu sagen, ist: Was ist der Korken? Was sorgt wirklich dafür, dass das aufhört? Dieses immer wieder Durchlaufen. Was ist dieser Korken? Und die Antwort darauf, was der Korken ist, liefert aus meiner Sicht das Enneagramm. Okay, und der Korken ist jetzt individuell, je nach Enneagramm-Typ. Ja, okay. Ja, na, dann muss ich sagen, das ist doch eine schöne Überleitung, um uns die verschiedenen Typen mal anzugucken, was die Sucht von jedem ist, was der Korken sein könnte.
Ja. Ja. Was ist der Korken? Genau, was ist die Sucht und was ist der Korken? Also vielleicht, um es einmal allgemein zu sagen, der Korken ist der Verzicht. Oder man könnte auch sagen, nee, Verzicht ist noch das falsche Wort, ist ein bewusster Umgang mit dem, was ich da oben rein tue. Und dann gehört dazu eben auch, dass ich darauf verzichten kann. Dass ich nicht mehr abhängig bin im Sinne von Sucht, von dem, was ich da oben rein tue. Und das ist ja nicht so einfach, weil ich muss dann auf das verzichten, was mir am stärksten eine innere Erfüllung gibt. Da denkt natürlich jeder Mensch, warum? Also, warum soll ich darauf verzichten? Deswegen sage ich, Verzicht ist nicht das richtige Wort, sondern es ist ein Bewusstseinssprung zu sagen, okay, ich mache mein Gefühl von Zufriedenheit, meinen inneren Frieden oder nenn es, wie du willst, die innere Stille vielleicht auch, nicht davon abhängig von diesem Produkt. Ich mache mich nicht, also gut, Esel immer zuerst, also ne, an meinem Beispiel, bei mir ist es Erfolg. Und mir geht's Bombe, wenn ich Applaus krieg. Mache ich auch gar keinen Hehl draus. Es ist meine Droge. Es ist meine Droge. Wenn mich jemand anruft und sagt, Frau Mühlenhof, ich habe von Ihnen gehört, also Sie halten so unfassbar gute Vorträge, wir brauchen Sie unbedingt bei unserem nächsten Kongress. Also was auch immer das kostet, wir lassen sie einfliegen von sonst woher, ne? Dann merke ich, wie sich innerlich so ein, so ein Gefühl breit macht. Ich denke so, Alter, ey, Chaka, es ist so geil. Ja, ich bin aber auch geil. Ich bin aber auch wirklich, ne? Ich habe es auch verdient so, ne? Ja. Dann sage ich Aber mir natürlich, okay, warum soll ich jetzt auf Erfolg verzichten, wenn es doch so geil ist? Ja, aber ich beobachte das bei mir selbst, wie es mir geht, wenn so über mehrere Wochen so gar nichts kommt an Applaus. Dann werde ich Ja, sehr unleidlich. kann ich Also nicht nur mit nachvollziehen. mir selbst, aber auch anderen Ja. gegenüber. So, und dann beobachte ich mich bei völlig hirnsinnigen Aktionen, dass ich dann wirklich darum buhle, dann fange ich an, Leute anzuschreiben, darf ich nicht bei ihrem Kongress mitmachen, also weißt du so, weil ich Aha. dann so abhängig, also ich bin dann auf Entzug, ne? Ich bin Okay. wirklich auf Ja, das Entzug. kann ich nachvollziehen, ja. So, dann muss ich das haben, ne? Ja. So, und dann zu sagen, okay, scheiße, da ist sie wieder, ne? Die Droge. Also da zeigt es sich dann und dann zu sagen, nee, schön ist, wenn der Erfolg kommt, aber jetzt setze dich mal schön hin in den Garten und guckst dir die Wolken an und machst mal nichts. Und fällst nicht in die Aktivität und fängst an, hier oben das hier krampfhaft da oben reinzuschütten, Ja. sondern du machst jetzt mal nichts. Aber schön ist es nicht. Schön ist was anderes. Genau, aber du wolltest einmal Ja, genau. einmal Bleiben wir durch doch die Muster, bei ne? dem. Vielleicht, wenn du uns noch sagst, was für ein Enneagramm-Typ du bist und was so die Grundeigenschaften sind, damit sich die Leute da schon gleich, die sich jetzt schon wiedergefunden haben, sagen können: so, ach so, das bin ich auch. Dann fangen wir halt mit der 3 an. Ups, jetzt habe ich es verraten. So was. Ja, genau. Also, genau. Also, es gibt eben die Sucht nach Erfolg. Es ist, jetzt muss man ja sagen, okay, Erfolg ist aber für jeden was anderes. Was heißt denn das jetzt wirklich, die Sucht nach Erfolg und die Naja, und Sucht die nach. Frage, die ich mir gestellt habe, ist, als du gesagt hast, man braucht immer so seine Schübe von Erfolg. Und wenn jemand anruft und sagt, Frau XY, das haben Sie aber wieder toll gemacht, oder Herr Meier, Herr sonst irgendwas, wer steht denn da nicht drauf? So. Oh, da gibt es aber einige, denen ist das. Naja, klar, also natürlich fühlt sich das für alle gut an. Wir haben ja auch alle Muster in uns. Aber für mich ist es mein Lebenselixier. Okay, Das ja. ist ein Unterschied. Okay, Das also. heißt, ich selbst strebe danach. Es ist nicht so, dass für andere ist das natürlich auch toll. Für meinen Partner ist das auch toll, wenn jemand anruft und sagt, können Sie mal hier so und so. Natürlich ist das für alle toll, aber
Er macht nicht sein Wohlbefinden davon abhängig. Okay. Das ist ein Unterschied. Also okay. Ich bin davon abhängig. Oh, oder ja, okay. Also ich weiß genau, dass, was passiert, wenn das ausbleibt. So, ne? Dann fange ich eben an, es mir selber kreieren zu wollen. Auf abstruse Art und Weise. Es gibt ja im Prinzip auch Enneagramm-Typen, die in den Keller kriechen würden. Wenn, ja. Ne? Also Enneagramm-Typ 5. Würde, um sagt so, oh ja, toll, dass es euch gefallen hat, aber könnt ihr jetzt bitte aufhören, mich mit Blumensträußen zu bewerfen? Ja, und während nee, du also ja ich komme mit den auch Blumensträußen, nie wieder, ich habe da gar keine Zeit, ich will gar nicht auf die Bühne, was soll ich auf der genau. Bühne, da gucken mich ja alle an, so ein Scheiß. Ja. Also genau, also das ist jetzt nicht bei allen so, dass die das, natürlich ist Anerkennung, Wertschätzung für alle Menschen Lebenselixier, ja, aber nicht für alle eine Droge. Und es ist beim Erfolg übrigens, ist es nicht der Erfolg, dazu müsste man ja erstmal wirklich sagen, was denn Erfolg ist. Es ist nicht der Erfolg, es ist der Applaus. Und ich muss manchmal so schmunzeln, weil man kann dann allein schon bei Facebook, also kann man sofort erkennen, wer diese Dreierstruktur hat. Weil das sind die, mich eingeschlossen übrigens, das sind die, die ganze Zeit nur ihre posten, was sie tun. Wo sie jetzt gerade wieder waren, wen sie gecoacht haben, wo sie gerade jetzt irgendwie ein neues Buch, einen neuen Vortrag, einen neuen, keine Ahnung, was gemacht haben. Sie posten, zeigen ihre Leistung, was sie gerade wieder Tolles gemacht haben. Dann irgendwo, nur das Blöde ist, gerade bei den sozialen Medien, dass dann keiner applaudiert. Das heißt, und du denkst also dann, oh Mann, der Like-Button muss doch klemmen, ja? Ja, genau. So komisch, ne? Auch keine Kommentare und so, ne? Ja, was will ich denn da immer, also was sollen die Menschen denn da auch kommentieren? Immer nur drunter schreiben, hey, du bist so toll, super gemacht? Also es ja, aber das hat wär's ja auch doch, keiner oder? Bock drauf. Aber das wäre doch. Toll, das wäre natürlich toll, aber es, das ist echt interessant. Es gibt natürlich immer ein paar Klaköre und das ist ja auch gut so. Und dann wird dieses ein bisschen bedient, aber ich muss dann, also die Menschen mit dieser Struktur, naja, okay, alle outen sich mit ihrer Struktur, ne? Alle outen sich mit ihrem Muster. Aber bei den Dreien ist es dementsprechend bei den sozialen Medien am offensichtlichsten. Mhm. Es sind nicht gleichzusetzen mit Influencern. Dazu haben Dreier gar keine Zeit, Influencer zu sein, weil sie viel zu viel arbeiten, weil sie nämlich zu dieser Erfolgssucht paart sich eine Arbeitssucht. Naja, sie wollen ja auch für was anerkannt werden, also ja. Nicht für nichts. Das geht's ja dann nicht müssen nur. Sie leisten. Ja. Dann müssen sie leisten und das ist dann, also die Burnout-Kliniken sind voll mit Erfolgsmenschen, mit der Dreierstruktur im Enneagramm. Heißt nicht nur, dass es Dreier sind, aber auffallend viele, weil sich das in einer Arbeitssucht zeigt. Immer leisten, leisten und diese Leistung zur Schau stellen, damit die anderen sagen, wow. Wow, mega, wow. Und dann stellt sich bei Menschen mit diesem Muster so ein inneres so, oh, das ist schon ganz geil, ne? Ja, genau. Hat die drei eigentlich Tendenzen zum Bescheißen oder ist es schon auch Leistung, für die sie anerkannt werden will? Also auch wirklich was dafür getan zu haben? Oder geht der eine oder andere Applaus, wenn der irgendwie für was kommt, was man sich mal schnell mit auf seine Seite gebucht hat, aber einem gar nicht gebührt oder wenn es leicht war, zum Beispiel, was man getan hat. Kann die drei das ab oder muss es mit Leistung verbunden sein? Es ist eine zum Teil eine vorgetäuschte Leistung, aber es sind nicht die fremden Federn. Okay. Weil dazu ist der Stolz dann doch zu groß. Ja. Also es ist nicht so, dass man sich das von irgendjemand anders mobbt. Also macht keinen Spaß. Nee, sondern es muss schon auch was Eigenes Kreiertes sein. Aber ich kenne aus meiner Historie viele Situationen, wo ich so schlecht vorbereitet war, um nicht zu sagen, ich war eigentlich gar nicht vorbereitet, weil ich bin dazu nicht gekommen. Weil Dreier werfen 10 Bälle hoch und wundern sich, dass sie nur 3 auffangen können. Das heißt, und dann muss man täuschen. Dann muss man so tun, als ob. Ich bin in Meetings gegangen, ohne Vorbereitung, habe den Leuten aber das Blaue vom Himmel verkauft. Und alle haben es geglaubt.
Naja, das ist auch eine schöne Leistung, zu sagen, so guck mal, wie wenig ich tun musste, um ja. so einen tollen Applaus zu kriegen. Das ist auch ja. toll. Also genau, ja. und dann ist das natürlich immer die Selbstbestätigung, ja. dass es ja wieder geklappt hat. Ja. Dann kann ich es beim nächsten Mal ja auch wieder so machen. Ja. Das heißt, ich muss mich dann gar nicht mehr vorbereiten, weil ich ja weiß, weißt du, das kriege ich auch so hin. Da kann ich noch 3 andere Projekte annehmen. Die werden auch nicht fertig, aber ich tue zumindest so, als ob. Und es gab dann schon auch in meinem Berufsleben immer mal wieder Menschen, die das durchblickt haben. Das war dann unangenehm. So, weil dann habe ich mich schon sehr ertappt gefühlt. Ja. Und das führt dann eben zu der, ja, zu der auch der Bewertung von anderen Menschen, dass die Dreier halt wirklich Schaumschläger sind, was auch sogar stimmt. Also machen, also können sehr viel verkaufen, also können Eskimos Kühlschränke verkaufen, ohne Kühlschränke zu haben. Das heißt, sie können sehr gut bluffen. Aber das Bluffen kommt aus dem eher aus dem Bewusstsein, ich habe es einfach nicht anders hingekriegt. So. Ich muss jetzt einfach wirklich etwas verkaufen, was gar nicht echt ist. Und da ist auch immer ein Stück weit schlechtes Gewissen dabei. Aber es hat halt nicht anders funktioniert. Springen wir mal zu jemandem, von dem ich jetzt und dem ich jetzt unterstellen würde, scheinbar gegen Süchte am meisten gewappnet zu sein. Oh ja. Ja, das ist Enneagramm-Typ Nummer 1, würde ich sagen, nämlich sehr kontrollierend und deshalb, wo sich wirklich der Verdacht von Sucht am weitesten hergeholt anfühlt. Und doch ist ja genau das, nämlich die Dinge unter Kontrolle zu haben und eben nicht süchtig zu sein, ist ja die Sucht der Eins, würde ich sagen. Ja, genau. Es ist die Sucht der Selbstoptimierung oder generell der Optimierung. Ich benutze dann auch ja gerne das Wort Perfektion, wobei jemand, der Perfektionist ist, würde ja nie selber über sich sagen, dass er Perfektionist ist. Das ist auch immer die erste Reaktion in den Coachings. Also wenn ich die mit Einsern arbeite, dann sagen die sofort, nee, Perfektion habe ich nichts mit am Hut. Natürlich, weil sie ja selber sich für gar nicht perfekt halten. Ja, ja, sie wissen ja, wie perfekt werden. Ja, sie wissen ja, also, wie unperfekt ja, sie sind. Ja, also dementsprechend sagen die Perfektion, nee, also das ist nicht mein Muster. Da habe ich gar nichts mit zu tun. Okay. Und die sitzen da und denken so, genau. Weil, ja, aber wenn ich mich selber für schlecht halte, also für optimierungsbedürftig, kann ich mit Perfektion erstmal nichts anfangen. Weil ich sehe mich davon weit entfernt. Ich sehe mich ja auch als nicht erfolgreich an. Ich selbst, für mich, ja. Dann höre ich andere, die sagen, ey, was du schon alles erreicht hast in deinem Leben, da können sich andere mal ein Scheibchen abschneiden. Das sehe ich selber gar nicht so. Und genauso ist es bei den Perfektionisten auch. Also den Optimierern. Ja? Und das ist ein zwanghaftes Optimieren. Und da sind wir dann auch schon gleich bei der Sucht. Es ist dann wirklich eine Zwanghaftigkeit, die sich häufig auch genau darin oder sagen wir mal dann bis hin zu einer Persönlichkeitsstörung in zwanghaftem Verhalten äußern. Mhm. Waschzwang, Ordnungszwang, also dieses um Gottes Willen niemals sich gehen lassen. Aber auch anderen Menschen zu sagen, wie sie es perfekter machen könnten. Ja, also nicht nur sich selbst, das ist ja immer wie innen so außen. Ich sage ja auch anderen ständig, wie sie erfolgreicher sein können. Ne? Das ist ja, ich versuche mir das selber zu sagen und ich mache das dann auch noch zu meinem Beruf, indem ich das anderen verkaufe, wie sie jetzt ganz erfolgreich werden. So. Und so ist es bei allen Enneagrammustern, wie innen so außen. Also ich selber weiß, wie ich mich selber optimiere und da ich weiß, wie gut es funktioniert, kann ich auch anderen sagen, wie es geht. So, und das führt dann in der Sucht dazu, sich jeden Tag wieder zu Höchstleistungen zu treiben und sich selbst zu kasteien, wenn es nicht geklappt hat. Also bis hin zu den Tendenzen im Mittelalter der Selbstkasteiung, sich selber den
den Kritiker auch gegen sich selbst zu richten, wenn es eben nicht geklappt hat. Ja, sind dementsprechend auch Menschen, die zerbrechen unter Kritik. Meine Kritik findet jetzt niemand super. Also niemand stellt sich hin und sagt, ja, sagen zwar alle, gib mal Feedback und so, ne? Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann, nee, so genau wollte ich es auch nicht wissen. Und das ist aber beim Einsermuster ist das fatal, weil Kritik natürlich zu einer Implosion führt, weil wenn die ganze Persönlichkeit danach strebt, zu optimieren, und dann wird von außen gespiegelt, ey, das hat aber nicht funktioniert, und kollabiert natürlich das innere System. Und dann ist übrigens, da sind dann Substanzen, die werden dann auch kontrolliert, sage ich mal. Also wenn, ja, das heißt, ich erlebe sogar, dass Menschen, die dieses Muster haben, selbst beim Feiern sich dementsprechend kontrollieren und nichts natürlich mehr fürchten als diesen Kontrollverlust. Das heißt, wenn sie ihn dann zulassen, dann nur so geheim, ja, wo es dann wirklich auch niemand mitbekommt. Ich kenne Einzelfixierungen, sagen wir mal, die relativ, dem gegenüber relativ unbewusst sind, die sind so Quartalssäufer. Die tauchen dann 2 Tage irgendwo ab, am besten noch in einer fremden Stadt, machen eine Kneipentour, schießen sich gnadenlos ab, also gnadenlos, weil einmal muss dieser Hebel gelockert werden, ja, die sind so fest angezogen in sich, ja, und dann muss das alles raus und dann benehmen die sich mal 2 Tage wie die Sau, stehen aber dann 7.30 Uhr montags wieder, noch ein bisschen blass, wieder geschniegelt und gestriegelt an ihrem Platz und machen einfach genauso festgezurrt ihr Leben weiter bis zum nächsten Quartal, wo dieser Deckel einmal kurz angehoben wird. Ja. Das kenne ich auch. Es ist ja letztlich es ist ja das Muster, bei dem das Über-Ich am stärksten ist. Also das Eltern-Ich, ne? Du darfst nicht, ne? Du darfst nicht, du darfst nicht. Du darfst dich nicht gehen lassen. So. Und wir wissen aber, das Über-Ich wird in Alkohol ertränkt. Also können die Einzelne Alkoholiker werden? Dazu müsste man jetzt erstmal Quartalstrinker definieren, als bist du dann auch Alkoholiker. Also in der klassischen Zuordnung ja. ich glaube das aber nicht, ehrlich gesagt. Weil die Selbstkontrolle so, also das Über-Ich so stark ist, dass vielleicht mal diese Flucht mal möglich ist. Aber ich persönlich, um Gottes Willen, also in meinen jetzt 23 Jahren Enneagramm-Erfahrung, kenne niemanden. Das heißt jetzt nicht, um Gottes Willen, dass es das nicht gibt, ne? Aber das Über-Ich ist so stark, dass natürlich auch dann sofort das Nutzen der Substanzen abgewertet wird. Ja. Also das sind dann Menschen, die fühlen sich so schlecht am nächsten Tag. Also, und das ist dann nicht der Kater, sondern es ist dann also das schlechte Gewissen darüber, dass man da schwach, nicht die Kontrolle, war, genau, dass ja. man schwach geworden ist. Ja. Und das ist vielleicht, wenn man überhaupt so will, ein innerer Mechanismus, um zu verhindern, dass du dich jeden Tag eben ins Koma sollst. Was ist denn der Korken, wenn wir schon mal beim Trinken sind? Was ist denn der Korken? Ja, die Eins? Der Korken ist ja die Umkehrung. Das habe ich eben bei dem Erfolg übrigens noch gar nicht gesagt. Stimmt, was ist der Korken, ne? Ne? Muss ich bei der 3 auch nochmal sagen. Bei der 3 ist der Korken die Wahrheit. Es hat sehr viel zu tun mit der sogenannten Leidenschaft, ne? Den Leidenschaften im Enneagramm. Zu jedem Enneagrammmuster gehört eine Leidenschaft, heißt eine Eigenschaft die Leidenschaft. Deswegen heißt es ja so, aus meiner Sicht. So, das heißt, bei der 3 ist es die Täuschung. Haben wir gerade drüber gesprochen, dieses etwas verkaufen, was nicht stimmt. So. Und dann ist die Umkehrung, der Korken, die Wahrheit.
Das heißt, wenn ich wirklich bei dem bleibe, was ist, und wenn ich ins Meeting gehe und sage, Leute, ich bin echt mal überhaupt gar nicht vorbereitet, ne? Ich habe es verkackt. Ich hatte keine Zeit. Und warum habe ich keine Zeit? Weil ich wieder 10 Bälle hochgeschmissen habe und so weiter. Also aber weißt du, Misserfolg zulassen und bei der Wahrheit zu bleiben. Dann erst kann sich das auflösen, weil ja der Applaus dann, der dann kommt, sich nicht auf die Leistung bezieht, sondern sich auf die Wahrheit bezieht. Und das habe ich schon erleben dürfen, dass dann Menschen gesagt haben, ist okay, ist halt scheiße, aber danke, dass du so ehrlich warst. Und das ist dann echte Wertschätzung. Und zwar nicht für die Leistung, sondern für mein Sein. Ja, weißt, bei so Menschen wie dir, da erscheint einem das doch wie Fishing for Compliments. Also ja, wenn wer dich kennt und mit deinem Charme, wenn du solche Sachen sagst, dann sagen alle wieder so, ja, die Mira hat mal wieder nichts vorbereitet. Verstehst du? Genau. Ganz am Ende geht das alles in dein Erfolgsbasket rein. Egal wie sehr du versuchst zu sagen, so guck mal Leute, ich stehe hier, ich habe überhaupt nichts an. Und die Leute sagen so, ja, aber das steht dir gut. Ja, toll, toll gemacht, super Präsentation. Also ich denke, da rauszukommen, und dass die Menschen sagen, so alles klar, die hat sich jetzt wirklich, sich der Wahrheit zu stellen, hat die sich mal dreimal hintereinander nicht vorbereitet. Das meine ich aber damit. Ja, es nämlich also, immer zu tun. Also immer war nicht nur einmal dann mal zu sagen, jetzt bin ich mal ehrlich, sondern in der eigenen Wahrheit zu bleiben und in all dem genau diese Ausflüchte, dieses Täuschen, da nicht zuzugreifen. Weil die Versuchung, in die Täuschung zu gehen, ist immer da. Es ist ja das, was funktioniert hat, so gut. Die Täuschung quasi wegzulassen und immer bei der Wahrheit zu bleiben und immer in Kauf zu nehmen, dafür abgelehnt zu werden. Das darin dauerhaft zu sein, ist der Korken. Weil der Korken, den machst du ja dann auch nicht situativ rein, sondern dauerhaft. Im Idealfall, ja. Im Idealfall. Bis zum nächsten Rückfall. Ja. Und das ist dann bei der Perfektion, also bei dem Einsammuster, ist der Korken die Gelassenheit. Man könnte sogar sagen, die heitere Gelassenheit. Oh, gewagt. Wie kommt denn die Eins zur heiteren Gelassenheit? Ja, herrlich. Ja, das ist eine gute Frage. Letztlich auch durch Erkenntnis erstmal, ne? Also durch Erkenntnis, durch ein anderes Bewusstsein, durch Selbsterkenntnis, und zwar nicht eine punktuelle, sondern eine dauerhafte, heißt ein Beobachten der eigenen Struktur, der eigenen Impulse und immer wieder zu sagen, nee, das lasse ich jetzt in meinem Optimierungswahn, sondern lehne mich zurück und sage, 80% sind super. Das verklicke aber mal eine Eins. Also, dass 80% super sind. Da sagt die, nee, wie 80%? Nee. Oder so. Ja, sie schafft sich irgendwelche Strukturen als Perfektionisten, damit sie selber ein bisschen lockerer sein kann. Ja. Und die müssen das dann aber perfekt machen. Ja, also letztlich die Umkehrung und dahin zu kommen, es ist ganz schön, also in dem Film Gottes Gemetzels wird das hervorragend dargestellt. Spielt Jodie Foster, spielt eine Eins. Und da geht es, sie nimmt es sogar in den Mund, weil die Jasmina Reza, eine ausgewiesene Enneagramm-Expertin ist, die legt ihr dann die heitere Gelassenheit sogar in den Mund quasi. Und dann sagt sie immer, ich kann dich aber nicht gelassen sein. So, wo du denkst so, ja, genau. Ja, wie auch. Der Sprung ist einfach zu groß. Ja. Ja, aber dieser Sprung ist für alle so groß. Und weil er so groß ist, kostet es sehr viel Überwindung, aber dann habe ich erst den Korken drin. Wenn ich diese Transformation, also diese Überwindung in das andere geschafft habe, dann bin ich nicht mehr abhängig von meiner Täuschung, okay. So von der Optimierung. Mhm. Also am Ende kann man sagen, wobei wir noch nicht am Ende angekommen sind, dass es nicht das ist, von dem wir glauben, was wir brauchen. Nee, genau. Sondern, ja. Das wird aber jetzt, wollen wir vielleicht gleich überleiten, am besten deutlich bei dem 7er-Muster.
Okay. Heide Witzka. Habe ich nämlich gerade im Coaching. Also jemand, der seine Enneagrammstruktur durchaus erkannt hat, also im Sinne von des Siebener Muster, mich dann aber anruft und sagt, Frau Mühlhoff, ich weiß das ja jetzt, ne? Ich habe jetzt diese Enneagrammstruktur, die nach Lebensfreude strebt und nach Spaß und nach viel hilft viel. Sunny Side Up. Also das Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Ich pick mir die Rosinen raus und den Rest lasse ich liegen. Und der mich dann sagte, okay, aber ich glaube, ich brauche jetzt noch mal ein bisschen Coaching, weil ich verstehe überhaupt nicht, warum ich das ändern soll. Ja. Das ist das Dilemma bei der Sieben, weil die Sieben ja gar kein Problem hat. Ja. Nee. Ja. Ja, und warum soll ich mir ein Problem kreieren, wenn ich keins habe? So doof muss man erstmal sein. Ja, aber also, echt, wie die anderen. Also, und das ist echt interessant. Ich musste so schmunzeln, weil mir natürlich klar geworden ist in dem Moment, das ist aber auch das, was in dem Coaching passiert ist. Also, er sagt immer, er weiß, dass er da ran muss, ja, an den Schatten. Und wir waren manchmal, haben wir es schon so leicht, diesen Deckel, weißt du, so mal einmal so einen Hauch weggezogen. Ja. Was meinst du, wie schnell der den Deckel wieder zugemacht hat? Also wie stark, also bei diesem Siebener-Muster sind die Mechanismen, nicht in den Kochtopf zu gucken, am allerstärksten. Dieser Kontakt mit dem Schmerz, wenn so ist, darf er nur noch mal riechen nach Schmerz, dann sind die schon hinter den sieben Bergen quasi. Vielleicht kommt das sogar daher, fällt mir gerade ein. Die sieben Bergen. Naja, also die sind schon weg. So, und dann erschließt sich nicht, warum soll ich denn, wieso? Wenn das Füllhorn doch hier ist, stelle ich mich doch drunter. Ich wäre doch doof, ich stelle mich daneben. Die sieben steht da eins quasi gegenüber, kann man sagen. Die eins ist die, die im Prinzip am meisten auf Selbstkasteiung und sowas abfährt. Und die sieben ist derjenige, der am wenigsten auf diese Selbstkasteiung und sowas abfährt. Also wo die Vermeidung am stärksten eigentlich ist. Ja, die Vermeidung der Leere ist am stärksten. Mhm. Die Vermeidung des, überhaupt der Kontakt mit dem Dunklen. Und sogar im sprichwörtlichen Sinne, also Menschen mit dieser Enneagrammstruktur können nicht allein sein, weil dann taucht ja die Leere auf. Also sie können auch nicht in Kontakt kommen mit Schmerz. Also ich kenne es, Menschen mit dem Siebener-Muster, die können kein Krankenhaus betreten. Okay. Sagen das auch. Das ist ja gleich ein bisschen übertrieben. Okay. Kann ich nicht, das kann ich nicht hingehen. Die können das nicht aushalten. Also mal abgesehen davon, dass man ja meistens ins Krankenhaus geht, weil man jemanden kennt, der da drin liegt. Sonst also geht man ja nicht im Krankenhaus. Aber allein schon das Krankenhaus an sich ist schon ein No-Go. Und dann auch erst recht, wenn da jemand drin liegt, der, zu dem ich eine Beziehung habe. Ja, da geht man da hin, um den aufzuheitern. Dann geht es wieder für die sieben. Wenn der Job ist, jemanden aufzuheitern und den Kasper zu machen. Ja, aber wenn das nicht geht. Es gibt so ein schönes Video von Robbie Williams, der bei der Geburt einer seiner Töchter die ganze Zeit versucht hat, seine Frau aufzuheitern, die ihm aber irgendwann so ins Gesicht geschlagen hat und gesagt, ey, Alter, hör auf. Weißt du, ich brauche jetzt keinen Kasper. Hör auf, ne? Und er war immer nur, ist alles nicht so schlimm. Und sie so, ey, Alter, lass mich. Weißt du, hau einfach ab. Ich kann es nicht ertragen jetzt, ne? Hier ist nichts schön. Also hier ist auch nichts lustig. Also geh woanders hin. So. Ja, na, das ist so, wird mir gerade klar, dass es gar nicht um die Leute geht, die da liegen. Nein. Sondern dass es eigentlich nur die eigene Angst, die eigene Angst und die eigene Vermeidung ist, warum man so drüber ist in unangenehmen Situationen. Weil wenn die Situation unangenehm ist, dann denkt man ist der Kasper für die anderen und heitert die anderen auf, aber es geht eigentlich, es ist wie Pfeifen im Walde, ja. Man versucht eigentlich nur seine eigene Angst zu dämpfen. Es ist reiner Selbstschutz, um nicht in Kontakt
zurückkommen zu müssen, nicht in Kontakt. Ich habe eine Situation erlebt in der Coaching-Ausbildung, da hat eine Teilnehmerin erzählt, dass ihre Mutter an einem Fischbrötchen erstickt ist. Okay. So, und die ganze Gruppe saß da völlig betroffen, also sichtbar betroffen. Und die Teilnehmerin mit dem Siebener-Muster ist in schallendes Gelächter ausgebrochen. Sagt so, ah, sehr witzig an einem Fischbrötchen. Und wir saßen alle da so, Entschuldigung, was ist daran jetzt gerade witzig? Das Fischbrötchen. Das ist in der ist ein Lachreiz. Ja. Das ist absolut, so. Also weil man kann sagen Brötchen, dann ist es Brötchen, dann ist es neutral. Aber wenn man sagt Fischbrötchen, dann ist das der Lachtrigger. Ganz klar. Ja, aber es nur sie hat gelacht. Und das Spannende war. Ja, weil die anderen einfach keinen Humor haben. Genau, nur die anderen so waren sofort also in Kontakt mit dem Schmerz, der Frau, die das erzählt hat. Und die Frau mit dem Siebener-Muster, und die hat auch gar nicht verstanden, warum wir alle nicht mitlachen. Ne? Und das war, also die Diskussion danach war nachher so spannend, weil sie dann darüber irgendwann auch sich selber dem genähert hat, dass das ja eine Funktion hat. Ne? Also, so, und dann, naja, wenn man dann mal so eintaucht, auch in die Enneagramm-Strukturen, kommt man irgendwann darauf, dass Menschen mit dem Siebener-Muster auffällig häufig an Mutterthema haben und dann kommt man langsam dem Schmerz, also der Trennung, kommt man dann langsam näher. So, ne? Aber auf der Oberfläche plätschert da alles so. Also Menschen mit der Siebener-Struktur können die schlimmsten Ereignisse im Leben erzählen, wie ein lustiges Ereignis auf der Klassenfahrt. So, kannst du dir vorstellen, da war ich total krank und wir waren im Krankenhaus und es war echt, aber es war total lustig, weil als ich da gerade lag und also kurz davor wiederbelebt werden musste, dann kam diese eine Krankenschwester vorbei und die hat mir da nochmal einen, und du denkst die ganze Zeit, was erzählt denn derjenige da gerade, ne? Dann geht es um eine lebensbedrohliche Situation und der erzählt so, als sei der so, ja, und dann waren wir da noch und dann waren wir noch in der Kneipe und dann haben wir das auch noch gemacht, ne? Das ist, das ist die Strategie. Das ist die Strategie, den Schmerz nicht zuzulassen. Das Loch nicht zu fühlen. Das schwarze Loch, das sich da auftut. Was ist denn das mit der Mutter bei der 7? Das habe ich das erste Mal gehört gerade. Ja, also das, die Mutter, also das 7er-Muster basiert auf einer Kindheitserfahrung, von der Mutter im Schmerz allein gelassen worden zu sein. Frühkindlich heißt in den ersten zwei Lebensjahren. Wenn man dann mal ein bisschen nachforscht, manchmal ist es so, die Mutter ist krank geworden, ist ins Krankenhaus gekommen, was auch immer, aber es fehlt auf jeden Fall der Kontakt zur Mutter. Okay. Und das Kind versucht natürlich dann diesen Schmerz, dieses Alleingelassenwerdens, also abzuspalten und lässt dann aber danach nie wieder die Nähe zu. Und deswegen hat die Siebener so ein Versorgungsthema und holt sich die Versorgung woanders und versorgt sich dementsprechend selbst. Das ist dann die Ursache der Leidenschaft. Da sind wir dann bei der Leidenschaft der Sieben. Das ist die Völlerei. Und der Hedonismus. Also viel hilft viel. Ich kenne keine Sieben mit einem leeren Kühlschrank. Also eine Sieben ernährt sich selbst und muss immer genug zu essen haben. Aber das basiert auf diesem Getrenntsein von der Mutter und Angst um die eigene Überlebensmöglichkeit zu haben, weil es die Versorgung nicht mehr da ist. Und das wirklich auch auf einer körperlichen Ebene. Ich hatte mal eine Teilnehmerin in einem Workshop, die kam, fing an mit einer Abendveranstaltung, und dann die erste Frage war, wann machen wir Pause und kann man hier irgendwo in der Nähe was zu essen holen? Da dachte ich, okay, es ist Freitagabend, irgendwann will man ja was essen. Da habe ich gesagt, ja, wir machen um 19:30 Uhr machen wir eine Pause, eine Dreiviertelstunde. Hier unten ist auch so ein Thai-Imbiss, da ist ganz lecker, gibt es eine tolle Kokossuppe, keine Ahnung.
So, und dann war kaum, hatte ich die Pause angesagt, war die aus der Tür und holte sich Essen und hat sich das Essen dann unter den Stuhl geschoben. Und dann habe ich gesagt, du, wir haben eine Dreiviertelstunde Pause. Du kannst jetzt das ruhig noch essen, das ist kein Problem, selbst wenn es ein bisschen länger dauert, wir warten und so, ne? Und dann sagte sie, nee, ich will es gar nicht essen. Sag ich, wie, du willst es nicht essen? Sagt sie, nee, ich will es nur haben. Also es geht darum, die eigene Versorgung sicherzustellen und sich bloß nicht darauf zu verlassen, dass andere das tun. Und daher kommt diese Sucht von immer allem viel haben. Es könnte ja alle sein oder es könnte irgendwann nicht genug sein. Und wenn es nicht genug ist, dann komme ich in Kontakt mit meinem Schmerz und das kann ich nicht aushalten. Also muss immer alles viel, viel, viel Ablenkung, viel an Menge, viel, 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 viel. Ja, es muss immer genug zur Verfügung sein und ich muss immer dafür sorgen, dass genug da ist. Dann ist natürlich die Umkehrung davon, der Stöpsel, der Verzicht, die Askese. Nicht drei Tafeln Schokolade zu kaufen, sondern eine. Die eine darf gekauft werden. Die eine darf gekauft werden, aber die dann vielleicht auch nicht sofort aufzuessen, sondern zu sagen, esse jeden Tag ein Stückchen. Wir hatten anfangs davon gesprochen, dass der totale Verzicht auf Dinge, also gerade bei Menschen, die schwere Drogensüchte haben, der totale Verzicht auf Dinge im Prinzip eigentlich nur dazu führt, dass wir Schwarz-Weiß haben und dass wir so einen permanenten, ja, so eine permanente Lücke haben und das, was wiederum zu anderen Exzessen im Leben führen kann. Gilt das für die Sieben auch? Also kann man dann, kann dieser Epikureer, der ja auch als der Leitphilosoph der Sieben steht, kann man dieses alles in Maßen beibehalten? Weil der Punkt ist ja immer, wenn man dann sagt, so, okay, hör auf, sieben Pizzen im Tiefkühlfach zu haben. Du brauchst die Dosensuppe nicht palettenweise im Vorratsschrank. Du brauchst keine 19 Sorten Barbecue-Soße und so weiter und so fort. Einerseits würde ich sagen, das ist ja auch irgendwie eine Einschränkung von Lebensqualität. Und andererseits führt das wirklich, also führt Verzicht wirklich zu irgendwas oder führt nicht Bewusstsein über diese Dinge eher dazu? So, das ist immer das, was ich mich halt frage. Ja, Nüchternheit heißt, kann ich das nüchtern betrachten, was ich hier mache, oder sage ich einfach so, nee, du darfst nicht. Und wozu du darfst nicht führt, das wissen wir ja alle. Das gibt ja wieder einen Ausschlag auf der anderen Seite. Und dann hast du mal eine Woche, wo du sagst, so alles klar, nee, ich spare mir das alles und ich esse das Vollkornbrot und ich mache Margarine drauf und ich habe nur eine Scheibe Wurst. Und wozu führt das? Das führt zu irgendeinem Tag, wo auf einmal der Wo Kofferraum auf voll ist einmal ein und dann muss Cheat Kaviar, Champagner, Day. Pizza, der Käse läuft runter, noch ein Hühnerbein, tralala. Ja. Nee, also ich verstehe das. Ich meine, natürlich ist dieses Thema Sucht in der siebener Struktur ein bisschen überdeutlich, sage ich mal, dargestellt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass nicht der Verzicht die Lösung ist, sondern ja, wie du es gerade gesagt hast, das Bewusstsein darüber. Aber warum soll ich, also ich gönne mir ja ganz bewusst meinen Erfolg. Ich kann das steuern. Heißt, ich kann es zulassen oder ich kann darauf verzichten. Aber ich tue das Verzichten nur, weil ich mich nicht von diesem Produkt abhängig machen möchte. So, also das heißt, es ist nicht mehr die Sucht, die mich steuert, sondern ich steuere die Sucht. Und das wiederum ist die für mich entscheidende Perspektive. Dazu brauche ich aber erstmal dieses Bewusstsein, um was es wirklich geht. Es spricht ja überhaupt nichts gegen Völlerei. Gar nichts. Es geht aber um eine bewusste Völlerei. Und dementsprechend ist für mich gar nicht das wo, also die Droge selbst ist für mich übrigens gar nicht das relevante Thema, sondern es geht wirklich darum, bin ich in der Lage zu verzichten, wenn ich das möchte?
Und wenn ich daraus auch einen Gewinn ziehe, und es ist durchaus so, dass Was ist das? Menschen mit dem 7er-Muster daraus einen Gewinn ziehen, wenn sie merken, ey, ich muss gar nicht 3 Tafeln Schokolade haben, mir geht es auch gut, ich kriege nicht die Flatter, wenn ich nur eine habe. Weil ich mache mich nicht abhängig davon, dass ich 3 Tafeln Schokolade haben muss, damit es mir gut geht. So, das heißt, also das, was dann wohltuend ist, ist die Erkenntnis, dass ich sehr wohl in der Lage bin, meine Sucht zu steuern. Und bei dem 7er-Muster ist es eben die Sucht nach viel. Aber davon mich abhängig zu machen, dass es viel ist, ja, das ist dann die Sucht. So. Und ja, dann kann ich sagen, nee, also ich bin davon nicht abhängig, mir reicht auch wenig. Wenig, so. Aber geil zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja. Und dann wären wir ja in der Tat bei einer kontrollierten Sucht, wenn man das so möchte. Aber jetzt nicht, indem ich mir was enthalte und sage, darf ich nicht. Das darf ich jetzt nicht nehmen oder darf ich nicht trinken und so weiter, sondern ich sage, nee, es ist ein anderes Bewusstsein darüber, wie ich damit umgehe und was ich zulasse und was ich nicht zulasse. Ja, und das betrifft dann wiederum übrigens aus meiner Sicht alle Muster, weil die Frage des Zulassens, vielleicht kommen wir da ganz am Ende nochmal drauf, ist bei allen Mustern bei mir auch das kontrollierte Zulassen. Auch ich schreibe Bücher und ja, ich schreibe besser, mehr, schneller, wenn ich Alkohol getrunken habe. Echt? Ja. Aber das ist jetzt auch nichts Neues. Also das hatte Sartre auch schon. Oder keine Ahnung. Also viele Menschen, die irgendwie kreativ sind, bei mir funktioniert es besser. Und dann geht es eben darum zu sagen, okay, ich kann aber auch schreiben, wenn ich nichts getrunken habe. Weil wenn ich merke, das funktioniert nicht, dann sollte ich mir Gedanken machen. Aber nee, ich hab letztes Jahr mein neues Buch geschrieben, da habe ich mich in einer Ferienwohnung eingeschlossen. Da habe ich schon abends meine 3-4 Gin Tonic getrunken. Aber beim Schreiben. Nach durchgeschrieben, ja. So, ich kann aber auch ohne. Und das ist eben, deswegen meinte ich, also zu wissen, wann lasse ich es zu und wann was nicht, ist eben bei dem 7er-Muster, das ist dann eben gemeint mit weniger. Weniger. Und interessant ist, es gibt eine, wenn das nicht in dem Bewusstsein angekommen ist, gerade bei dem 7er-Muster, dann ist aus meiner Sicht die Sucht ja noch weniger zu therapieren, wenn wir jetzt mal bei verschiedenen Therapieformen sind, kurz und Schwenker. Ich hab ein Buch gelesen von Benjamin von Stuckrad-Barre, den ich auf jeden Fall dem 7er-Muster zuordne. Den Typen. Und ja, so. Und er hat geschrieben, er hat, weiß ich nicht, wie viele Entzüge gemacht. Interessant war aber, dass er in der Klinik gesessen hat. Auf was war der drauf? Alles, aber hauptsächlich Koks. Okay. Und er hat in der Klinik die Stunden gezählt, wann er rauskommt, damit er weitermachen kann. Also der hat dann schon gesagt, okay, ich gehe da in die Klinik und ich mache jetzt meinen 7. Entzug. Sitze da aber und zähle die Stunden und Tage rückwärts, damit ich endlich wieder weitermachen kann. Also da brauchst du doch gar nicht in die Entzugsklinik zu gehen. Was ja, nein, solche Charaktere kenne ich auch, die ich auch dem 7er-Muster zuschreiben würde. Die fahren 2-mal im Jahr nach Südamerika zu einer Ayahuasca-Kur, sind dann da 14 Tage, reiern sich das Leben aus dem Hals und leben danach aber genau dieses exzessive Partyleben weiter, wo man sagen kann, so ja, klingt bescheuert, aber einmal sich bis auf die zelluläre Ebene zu reinigen, sich seinen Dämonen zu stellen, weil das musst du ja. Also du kannst nicht Ayahuasca zum Beispiel trinken und nicht deinen Dämonen stellen. Das geht halt nicht. Also sind die bereit, sich 2-mal im Jahr völlig ihren Dämonen zu stellen und sagen dann so, hallo Dämonen, lass uns Party machen und gehen wieder zurück in ihr Leben. Und das funktioniert auch. Und ich sagen muss, ja, naja, gut, besser so und als zu sagen, so nee, dann brauche ich gar nichts zu machen und dann bist du irgendwann mit 60 so abgewrackt, dass du im Prinzip die Füße nicht mehr hochkriegst. Ja. Hat halt jeder so seine Form von Umgang damit. Und wer vom Exzess absolut nicht lassen kann, für den ist das, man kann es Missbrauch nennen, aber es ist halt irgendwie auch ein Sakrament, wenn man das trotzdem machen kann, ja. Also halt. Ja, wenn du nicht, aber trotzdem, wenn du nicht, die Frage ist dann ja, inwieweit kommst du dann auf diese Ebene im Alltag auch genau den Schmerz zu integrieren und ihn zuzulassen?
Und zu gucken, was ist bei jedem Muster der zugrunde liegende Schmerz. Ne? Hatten wir jetzt bei der 7 Grad dieses Mutterthema. Da gibt es Enneagramm sehr viel Aufschluss darüber. Ne? Also bei mir zum Beispiel, bei der Dreierstruktur, ist es das grundlegende Gefühl, nicht gewollt zu sein. Ne? Und und den Schmerz, den immer wieder zuzulassen, also mutig in den Kochtopf reinzugucken und nicht nur einmal im Jahr mit Ayahuasca, sondern immer dann, wenn der Schorf über der Wunde vielleicht so ein bisschen bröselig wird. So ein bisschen brüllig, genau. Dann mal hinzugucken und den Schmerz zu integrieren, ihn auszuhalten, ihn willkommen zu heißen. Das gilt dann ja letztlich für alle Muster, nicht nur für die 7. Also die Sucht aus meiner Sicht wird ja nur, oder die Symptomatik wird nur abgestellt dadurch, dass du eintauchst in den Schmerz, in den Schatten, dich dem stellst, immer wieder. Und zwar nicht nur, obwohl, also das mit dem einmal mal, ja, Ayahuasca könnte man auch nochmal überlegen. Genau, aber... Ich glaube, es geht dauerhaft darum, mit dem Schmerz zu leben und genau zu wissen, wann betäube ich ihn jetzt, wenn ich Bock drauf habe und wann eben nicht. Wann lebe ich mit ihm, ohne ihn wegmachen zu wollen? Mhm. Und dieser Prozess des Wegmachens wollen, der allein ist ja schon unbewusst, weil er kollektiv erlaubt ist. Das Rudeltrinken, das gesellschaftlich Akzeptierte, das gemeinsam Wegschießen, mit welcher Form auch immer, ja, dann ist es ja erlaubt, weil jetzt mit Ansage, ne, und es gibt ja Branchen, also ich selber komme aus der Radiobranche, mit Ansage, jetzt dürfen wir, weil wir haben mal einen Anlass und jetzt dürfen wir uns alle kollektiv so richtig schön wegschießen. Ja, Fasching, dann ja. Ist es erlaubt. Ja, ja, genau. Dann darf ich endlich. Ja. Ne? So. Ich möchte von der 7 gern direkt zum nächsten Schwerstbetäuber springen. Ja. Zur 9. Ja. Da ist zwar die Ursache, der Grund, was ganz anderes, aber wenn es um Betäubung geht, da ist die 9 auch ganz weit vorn dran. Mhm. Was für eine Form von Betäubung ist das bei der 9? Ja, die Form ist eine andere, ne? Also, ja. Also betäuben, wie gesagt, tun wir jetzt alle die Frage nur, womit. Und die 9 hat. Ähnlich wie die 7 betäubt sich auch mit Ablenkung, mhm. aber sie betäubt sich nicht mit Ablenkung wie die 7 im Sinne von mit anderen und hier gemeinsam und hoch die Tasse, ja? Sondern sie betäubt sich, indem sie sich nicht nach innen schaut, wobei das ja alle irgendwie auf ihre Art machen, sondern sie betäubt sich mit Nichtigkeiten. Jetzt kommt doch meine Erkältung nochmal durch. Sie betäubt sich mit Nichtigkeiten, heißt, eine 9 kann den ganzen Tag sich mit den unwichtigsten Dingen der Welt beschäftigen und hat aber abends das Gefühl, total viel getan zu haben. Sie hat sich nur eben nicht auf die wichtigen Dinge des Lebens eingelassen. Sie hat weggeschaut. Sie hat sich nicht mit Konflikten auseinandergesetzt und sie hat sich mit Filmen, mit Büchern, mit 9 kann auch aus dem Fenster gucken und den ganzen Tag die Vögel beobachten. Aber sich bloß nicht mit den Dingen drumherum, also die Konflikte im Leben zu beschäftigen. Also alles, was Fernsehen, Lesen, Schokolade. Also alles, was süß ist und und alles in warme Watte packt. Das kann die 9 super. Die 9 kann den ganzen Tag im Bett liegen und ist der festen Überzeugung, das habe ich mir verdient. Mhm. Und kann wegdriften. Und alles, was Schmerz machen könnte, nämlich den Schmerz über die eigene Unwichtigkeit, wegmachen. Mhm. Und sich das dann eben erlauben und gönnen mit dem, ja, ich habe so viel gemacht, deswegen gönne ich mir jetzt einen Tag auf dem Sofa und damit wird aber kompensiert das Gefühl, ob ich jetzt irgendwo bin oder nicht, interessiert ja sowieso keine Sau. Mhm. Ne? Wo kommt das Gefühl von der Ungewichtigkeit her?
Das kommt auch da, wie bei den Mustern generell, darin, als Kind in den Bedürfnissen nicht gesehen und nicht einbezogen worden zu sein. Also die Bedürfnisse wurden nur dann erfüllt, wenn es gepasst hat. Und ansonsten gilt halt Klappe halten. Das heißt, es sind Menschen mit der größten Tendenz zur Anpassung. Weil, wenn ich jetzt auch noch Krawall, also wenn man sich mal vorstellt, ein Kind mit körperlichen Bedürfnissen, ein Kleinkind, hat die Erfahrung gemacht, dass es am besten bedient wird, wenn es ganz brav ist. So, wenn das Kind jetzt auch noch Stress macht, die Mutter ist eh schon gestresst oder die Eltern, die Bezugspersonen, die Versorgerpersonen sind eh schon gestresst, dann macht das Kind auch noch Stress, dann dauert es noch länger, bis ich versorgt werde. So, das heißt also, dass das Kind lernt, ich komme an letzter Stelle. Und wenn ich Krawall mache, dann komme ich an noch letzterer Stelle. Also halte ich mal besser meine Klappe. Aschenputtel-Syndrom. Und hoffe, genau, und hoffe, dann vielleicht doch ein bisschen früher dran zu kommen. Na, immerhin, also so viel gesteht sie sich zu, ja. Ja, ja. Und daher kommt so ein, ich warte halt still ab. Und da ich dieses Warten irgendwie ja irgendwie mir nett machen muss, fülle ich das eben mit irgendwas. Und das bleibt dann im Leben, ne? Diese Strategie. Ich fülle das mit irgendwas. Ich kann es mir ja nett machen. Setze ich mich halt gemütlich auf mein Sofa und warte halt ab. Das Problem ist nur, dass meistens die Dinge im Leben nicht dadurch passieren, dass man abwartet. Und somit erfüllt sich dann wieder dieses, ja, interessiert also, ja sowieso niemanden. Ich stelle mich in der Schlange nicht weiter vor, weil ich die Harmonie der Schlange nicht stören möchte. Mhm. Also das ist die Sucht. Die Sucht ist, dass die Harmonie nicht durchbrochen werden soll. Und ja. Harmonie geht ja auf allen möglichen Levels. Hauptsache, sie ist stabil. Wenn es auf einem niedrigen Level von Harmonie ist, dann wird diese niedriglevelige Harmonie aufrechterhalten. Wenn sie höher ist, dann natürlich die. Aber immer das, was gerade ist, soll eigentlich nicht gestört werden. Also das Nicht-Durchbrechen dessen, was gerade ist, wenn es nicht gerade spitze Wellen schlägt. Genau. Ja. Weil wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn so eine Harmonie gerade in der Familie, wenn das ist ja genau dieses, ich durchbreche die Harmonie mit meinen Bedürfnissen für den Preis, dass die Harmonie kaputt ist. Ja, ja, ja. Und das führt dazu, dass die eigenen Bedürfnisse total negiert werden. Ja. Dann sind wir gleich bei der 2, da ist das auch so ähnlich, aber die eigenen Bedürfnisse werden komplett runtergeschluckt. Also wenn ich das will, was will, dann stört es das System, und wenn das System gestört ist, dann fühle ich mich gar nichts mehr. Ja, genau, dann fühle ich mich am unsichersten, und deshalb ist es besser, ich kriege nichts, aber das System ist zufrieden und stabil, und dann that's tricky. Genau, weil wenn die Eltern meinetwegen eh schon so viel gestritten haben, dann mache ich nicht auch noch Stress. Ja. Ja, was ist denn der Korken für die arme Neuen, die nichts kriegt? Wenigstens naja, also die Leidenschaft, ne, ist die Trägheit. Das wird häufig missverstanden im Enneagramm, die Trägheit im Sinne von tun, das stimmt nicht. Also das sind Menschen, die sehr viel tun, aber sie tun nicht das Rechte. Also sie tun nicht das Richtige. Sie tun zwar den ganzen Tag was, aber sie tun nicht das, was sie eigentlich tun sollten. So, das heißt, es ist eine, also fleißig eine Trägheit, können sie sein. Für das eigene. Ja, ja, durchaus. Mhm. Ja, sind auch gute, machen ihre Arbeit, alles super. Mhm. Aber sie sind träge darin, ihre eigenen Bedürfnisse durchzusetzen. Mhm. Da zeigt sich die Trägheit. Mhm. Nicht für das eigene einzustehen. Mhm. Und die eigenen Bedürfnisse voranzutreiben. Darin sind sie träge. So, und das Gegenteil von Trägheit ist dann ja die Tat. Und zwar die richtige Tat, also wirklich das zu tun, was getan werden muss. Beispiel, ich kenne Menschen mit dieser Fixierung, die dieses Man müsste mal, ne? Also die ihr Leben lang davon träumen, ein Buch zu schreiben. Wo du denkst, ja, du, einfach anfangen, also einfach machen. Ja, das machen sie dann 2 Tage oder 3 Tage und sind total begeistert und wow, ich habe hier angefangen, Buch zu schreiben und so weiter. Und dann fragst du irgendwann mal nach, und wie weit bist du? Ja, ja, weiß ich nicht, so
habe jetzt so 20 Seiten und dann habe ich aber irgendwie gedacht, das Thema ist jetzt irgendwie doch nicht so relevant. So, also die bleiben nicht dran. An dem, also sie tun nicht, sie bleiben nicht an dem Richtigen dran. So. Und das wäre aber der Propfen. Also das, also wirklich für sich einzustehen und da dran zu bleiben. Und sich zu zeigen und zu sagen, ja, ich habe aber auch was zu sagen. Egal, ob das Buch jetzt irgendjemand liest oder nicht, ich bin so wichtig, ich schreibe jetzt das auch, was ich zu sagen habe. Ja, und das wäre der Propfen, weil dann auch für den Preis, dass das anderen nicht gefällt. Dann zu sagen, nee, ich nehme mir jetzt zum Beispiel, habe ich wirklich als Fall gehabt bei einer Klientin, die dann gesagt hat, ja, aber wenn ich dann jeden Tag also so viel schreibe, dann geht das ja von der Familienzeit ab. Ja, genau, darum geht's. Ja. Jeden Tag zu sagen, ich nehme mich jetzt selbst so wichtig, ich setze mich jeden Tag eine Stunde hin und schreibe kontinuierlich an meinem Buch. Ja, aber meine Tochter, die hat ja eh schon so viel, ja, die, ich kümmere mich eh so wenig und dann, wupp, und dann ist schon wieder vorbei. Und werden die eigenen Bedürfnisse wieder reduziert. Und danach wird nicht geguckt. Und der Schmerz ist, ja, da kommt halt diese, ne, dieses Gefühl von, ob ich da bin oder in China platzt ein Sack Reis. Interessiert sowieso niemanden. Es geht nicht um mich in der Welt. Es geht nicht um meine Relevanz. Jemand, der ganz ähnliche Selbstverleugnungstendenzen hat, ist die zwei nur, ist die Ursache oder der Grund oder das, was damit gewonnen werden soll, jemand ganz anderes. Was ist es denn bei der zwei? Bei der zwei ist auch das Thema die eigenen Bedürfnisse so ähnlich gelagert, deswegen werden die ja leicht verwechselt. 9 und 2, bei der 2 ist es, dass die eigenen Bedürfnisse auch negiert werden. Die Strategie ist aber dann eine andere im Sinne von, wie agiere ich das aus? Oder wodurch hole ich mir dann das Wohlgefühl? Die 9 holt sich das Wohlgefühl durch den Frieden, durch die Harmonie. Es ist alles in Ordnung. Ich muss nichts tun. Alles gut. Den Neuen geht es eigentlich auch schön. Gut, ne? Den Neuen sagt, ja, die Neuen sagt, ja, wieso, ist doch alles schön. Ja. Die Neuen weiß gar nicht, dass irgendwas nicht, dass da die Bedürfnisse nicht gelebt werden. Das weiß die Zwei auch nicht, aber die Zwei holt sich ihr Wohlgefühl, dieses Innere, also durch das Gefühl gebraucht zu werden. Das heißt, sie ist davon abhängig, alles für andere zu tun. Und das tut sie ja von sich aus. Das heißt, die Zwei ist viel, viel mehr um die Bedürfnisse von anderen noch besorgt. Obwohl die Neun das auch hat, dieses muss allen gut gehen, muss allen gut sehen, gehen aber die Zwei ernährt sich davon, dass sie diejenige ist, die das kreiert. Und darüber holt sie sich dann die Bedeutsamkeit und macht andere von sich abhängig. Und sie selber merkt nicht, dass sie abhängig ist von der Droge, gebraucht zu werden. Dass die anderen sagen, oh, wenn du nicht wärst, also wenn du das nicht für mich gemacht hättest, dann um Gottes Willen, danke, dass du da bist. Das funktioniert natürlich im Idealfall auch, weil sie sich ja wirklich aufopfern und für die ganze Welt, also Zweien wollen nicht ihre Familie retten, sondern die ganze Welt am liebsten oder zumindest den Stadtteil oder die Straße. Ja, also meine Mutter hat das Muster und sie, ich weiß nicht, am liebsten würde sie jetzt noch im hohen Alter, hat sie mich ernsthaft gefragt, wer kümmert sich denn jetzt um die anderen alten Frauen, die ich immer betreut habe, wenn ich jetzt selber krank bin, kannst du das nicht machen? Und ich dachte, okay, nee, kriege ich nicht so hin, also in meinem Leben. Womit ja, sie sich dieses, durch dich dann darum gekümmert hätte. Ja, ja. Genau. So. Weil sie ja so viele ältere Damen in ihrem Umfeld und die da ist ja auch der Mann gestorben und kannst du, also meine Mutter kann einfach nicht irgendwo spazieren gehen, ohne überall stehen zu bleiben und zu fragen, wie ist es denn und wie geht es ihnen denn und so kann man nicht für sie irgendwas tun und so. Also es kriegt sie gar nicht hin, also selbst im hohen Alter nicht. Und das ist natürlich die Sucht, darüber dann Liebe zu bekommen.
Aber das ist ja genau der Punkt. Das wäre ja auch meine Frage bei deiner Mutter. Worüber holt sich denn deine Mutter die Liebe ab, wenn sie dich als Stellvertreterin schickt? Dann muss sie Postkarten dazu schreiben und sagen, war meine Tochter schon da? Hat sie alles richtig gemacht? Oder wie, ja, weil um die Ecke zu sagen, so Hauptsache es ist gemacht, das ist so, ist ja die Zwei nicht, sondern die Zwei möchte ja, sie kriegt ja diese Love-in-Return-Geschichte, das ist ja im Prinzip was, das braucht sie ja. Das ist ja nicht so, dass du dann sagst, so ja, die schöne Grüße von der Frau Müller, ich war mal bei ihr und habe ihren Kuchen gebacken. Das ist ja nicht genug, sie braucht das ja direkt. Ja, aber das würde ja auch sofort direkt kommen, weil sie, also die Frauen würden ja trotzdem mehr den Bezug zu ihr und sie würden ihr das widerspiegeln und sie würde dann sagen, nein, aber ich habe doch nur meine Tochter geschickt. Also das ist ja gerade dieses Bescheidene, das nicht annehmen wollen. Und wenn dann wirklich die warme Dusche kommt, dann sage ich, ach, habe ich eigentlich gar nicht, also brauchen so Sie jetzt gar tricky, nicht Danke diese sagen. Menschen, ey. Brauchen Sie gar nicht Danke sagen, das habe ich einfach so, ich habe ja gar nichts gemacht, ich habe einfach nur meine Tochter geschickt. Ja. Genau, also dieses Fishing for Compliments, was ja die drei auch hat, also die Herztypen generell haben, so dieses, ja, also eigentlich habe ich ja gar nicht, also ich habe ja eigentlich nicht viel gemacht und dahinter steckt aber natürlich das Gefühl, wenn ich schon nicht meine Bedürfnisse befriedigt bekomme, wenn ich die schon nicht leben kann, dann werde ich aber zumindest von anderen gebraucht. Dann kann ich zumindest dafür sorgen, dass die Bedürfnisse, es sind ja Stellvertreterthemen, wie innen so außen. Ja, wenn ich schon meine Bedürfnisse nicht befriedigt bekomme, dann kann ich zumindest dafür sorgen, dass andere ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen. Und dann hat mein Leben einen Sinn. Es ist ja nicht so, das muss man ganz wichtig sagen bei der Zwei, dass die Zwei nicht auch ein Machtmensch wäre und dass die durchaus ihre ganzen, dass die Fäden ziehen kann. Das sieht nur nicht so aus. Ja. Nur damit mal jemand ein Bild hat, Nancy Reagan, diese kleine, schmächtige Frau, die im Prinzip alles Mögliche verbieten wollte. Die ist die Frau hinter Ronald Reagan und die war eine Zwei. So, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, die ist, was hat die nicht mal gesagt? Wenn Ronald Reagan nicht ihr Mann gewesen wäre, dann wäre der andere Mann, den sie geheiratet hätte, der Präsident. Der Präsident geworden. Ja, genau. Also die zwei ist nicht unschuldig und auch nicht unbewusst in dem, sondern die zwei, die ist im Prinzip die, da wo die Neun zum Beispiel, wo man so einen ähnlichen Geschmack hat, aber wo die Neun das in so einer träumerischen Modus macht, da macht die zwei das schon so, dass sie auch die Ernte einfahren will. Also das ist eine ganz andere Qualität einfach. Das würde eine Neun niemals sagen. Ja. Niemals. Also das würde ja, das würde ja heißen, dass sie sich dann selber in die Bedeutung hebt. Das geht ja nicht. Nee. Also das würde eine Neun niemals machen. So, aber eine Zwei schon, weil die ja, und da sind wir bei der Leidenschaft und Korken. Die Leidenschaft der Zwei ist ja der Stolz. Das wird bei vielen erstmal so gar nicht so offensichtlich, aber es ist der Stolz darüber, dass es ohne mich nicht gegangen wäre. Ja. Und das ist ja die Aussage von Nancy Reagan. Ja. Also ohne mich wäre er nie Präsident geworden. Ja. Ohne mich geht's nicht. So. Ja. Und der Stöpsel ist dann natürlich die Demut. Und zu sagen, nee, also die Welt wird sich wohl auch weiter drehen, wenn ich nicht mehr da bin. Oder wenn ich einfach nichts mehr tue. Auch Menschen werden weiterleben. Die Frage ist dann auch vielleicht noch wie, aber das Heil der Welt ist nicht von mir abhängig, sondern ich bin es ja gar nicht, die es macht. Also ja, dahin zu kommen und dann eher demütig zu sein und zu sagen, ich habe das erkannt, dass darin, dass das die Quelle eigentlich für meinen eigenen, ja, also für meinen Stolz ist und dass ich mir damit versuche, dieses Wohlgefühl herzustellen. Ich kann mich aber auch davon lösen und kann dann mich demütig um meine eigenen Bedürfnisse kümmern. Ja, aber das ist ja interessant. Was ist denn das dann bei der Zwei? Also es wenn der Lebensinhalt zu lassen und anzunehmen. Wenn der Lebensinhalt darin besteht,
Törtchen zu backen und Geburtstagskarten zu verschicken und für andere Leute die Einkäufe mit zu erledigen, um Liebe zu kriegen. Mhm. Was ist denn dann der Lebensinhalt? Zwei, was bleibt denn, was kommt denn dann? Was kommt denn dann, ja, wenn ich all das lasse? Das ist eine wichtige Frage. Weil da unterscheidet sich da wieder kaum von der Neuen an der Stelle, weil wenn die beiden ihr Ding lassen, dann kommt was, von dem sie überhaupt keine Ahnung haben, wer sie eigentlich sind, wenn sie das weglassen. Naja, also ich komme immer mehr dahin zu sagen, dass die Enneagrammstruktur oder das, worum es geht, also das, was oben in den Trichter reinkommt, ja, ist die Lebensmotivation. Mhm. Es ist die Lebensenergie. Und wenn die nicht mehr fließen darf, weil ich eben dieses Produkt nicht mehr kriege, dann bin ich sogar versucht zu sagen, dann hört das Leben auf. Das heißt, und ich gerade bei der 2, weil wir jetzt gerade dabei sind, also meine Mutter ist jetzt 83 und sie war letztes Jahr sehr krank. Ja. Und also es war kurz auf knapp und ich habe dann gemerkt, ihre Motivation war, wieder dahin zu kommen, dass sie sich um mich sorgen kann. Also nicht nur um mich, auch meine Geschwister, die überhaupt die Familie. Also, und es gab einen Moment, da hatte sie wirklich aufgegeben. So. Und ich habe aber genau gesehen, dass dann wieder irgendwann diese Struktur wieder, das Muster wieder sich aufgebäumt hat. So von wegen, ich muss mich doch um alle kümmern. So. Und ich habe das wirklich punktuell gemerkt. Ich habe in dem Genesungsprozess, habe ich das so erleben können, dass, und ich habe es auch angenommen übrigens, ich habe es dann zugelassen. Es war ja total verdrehte Welt. Ich habe mich um sie gekümmert. Das ist ja etwas, was sie noch nie erlebt hat in ihrem Leben. Mit 83 das erste Mal, dass ich, also diese Umkehrung der Rollen ja auch, ich mich um sie gekümmert habe. Und ich habe dann versucht, es wirklich so zu gestalten und habe ihr das auch immer wieder gesagt. Ich habe gesagt, Mama, wir machen das jetzt mal andersrum. Sie kennt ihre Struktur zum Glück, sie kennt ihr Muster. Und ich habe ihr immer wieder gesagt, auch sogar im Krankenhaus auf der Intensivstation, habe ich ihr gesagt, Mama, wir drehen jetzt mal für einen kurzen Moment, drehen wir es mal um. Und jetzt bin ich mal für dich da. Und wenn es dir wieder besser geht, dann machen wir es wieder so wie immer. Und das war ihre Motivation, da wieder hinzukommen, dass sie jetzt wieder sich um mich kümmern kann. Und damit ist sie gesund geworden. Also wieder dahin zu kommen, dass sie jetzt wieder in der Lage ist, wenn ich sie besuche, dann darf nicht ich kochen, sondern sie sagt, was möchtest du mitnehmen? So, ne? Also daran merke ich, dieser Motor war für sie so stark. Und ich habe sie darin auch ja durchaus unterstützt. Ich habe gesagt, jetzt Mama, jetzt nimmst du einfach mal an. Jetzt bin ich da und sobald es dir besser geht, drehen wir es wieder auf. Mhm. Und dafür brauche ich dich auch, habe ich ihr auch gesagt. Ich habe gesagt, ich brauche dich. Ich will dich noch nicht gehen lassen. Ich möchte dich in meinem Leben behalten. Ich möchte, dass du in dieser Rolle bleibst, dich um mich zu kümmern. Und das war für sie, glaube ich, wirklich, das war die Motivation, wieder gesund zu werden. Mhm. Cool. Also deswegen sage ich, das Enneagrammmuster ist nicht, also es gibt ja viele, die das dann verteufeln und man will das dann loswerden und das Ego loswerden und den Schatten loswerden. Nee, gar nichts loswerden. Das ist einfach, das ist ja dein, wenn es dein Lebensmotor ist, deswegen sage ich auch, warum aufgeben? Also warum soll ich meinen Erfolg, also warum soll ich es aufgeben? Nein, ich will es nicht aufgeben. Ich will es nur dosiert einsetzen und muss damit umgehen lernen, wenn es nicht kommt. So wie bei meiner Mutter auch. Aber das hat bei ihr dann auch, also da bin ich sehr dankbar, dass sie ihre Struktur kennt und dass ich so mit ihr reden konnte auch. Dass ich ihr das so sagen konnte. Ja, dass sie da wieder ihre innere Maschine wieder anwerfen konnte. Jetzt fängt sie langsam wieder an und lädt wieder die Freundinnen ein und geht dann dahin und betüttelt die und fühlt sich großartig. Kann ihre Familie wieder betütteln und das ist super. Und ich habe mit ihr den Deal gesagt, ich habe gesagt, pass mal auf, ich komme ja sowieso und unterstütze und im Haushalt und all diese Dinge. Sag ich, jetzt machen wir es erstmal wieder so. Aber dann musst du mir versprechen, wenn du irgendwann merkst, du kannst nicht mehr, dann drehen wir es wieder um. Ja, okay. Und dann kommt so ein ganz zaghaftes, ich fand es ja auch mal ganz schön. Das war ja das erste Mal in ihrem Leben, dass sie zugelassen hat,
dass jemand anders sich um sie kümmert. Dass ich mich um sie kümmere. Bis hin zum Füttern im Krankenhaus. Ja? Also wirklich am Leben erhalten quasi. Ne? Das zuzulassen, das war für sie, das glaube ich, hat sie nur geschafft, weil sie ihre Struktur auch kennt. Ne? Sonst hätte sie das wahrscheinlich gar nicht zulassen können. Und so ist es, glaube ich, bei all den Mustern, also es nicht nur zu verteufeln, ne? Und damit, ja, dann sind wir wieder bei der Sucht, ne? Kontrollierter Umgang damit. Absolut, das ist im Prinzip, das ist, ich weiß nicht, aus was von der Tradition das kommt, diese Dinge loswerden zu wollen, als wäre nicht alles ein Kreislauf und es müsste sowieso alles drin bleiben und alles, was wir abspalten, führt irgendwo ein Eigenleben und wird uns irgendwann wieder ans Bein fahren. Das ist das Einzige, was wir tun können als Menschen, ist, alles zu uns zu nehmen, unsere Süchte zu uns zu nehmen, unsere Schatten zu uns zu nehmen und uns versuchen, mit denen zusammen einzurichten in diesem Leben, statt irgendwas zu bekämpfen, zu verteufeln, abzuschieben, wegzuschieben, wegzumachen. Wie kann ich denn mich mögen, wenn ich Teile von mir nicht mag? Ja. So, das ist schwierig. Da fällt es mir auch schwer, andere Menschen zu mögen. Mhm. Ja, oder überhaupt irgendwas zu mögen. Mhm. Also, dann, liebe Freunde, bis hier wäre es mir ein Vergnügen. Und Teil 2 könnt ihr direkt hier oben oder hier unten anklicken. Genau. Tschö.